Willkommen, Reisende, zurück auf der Welt von The Riftbreaker. Letzte Folge haben wir ein neues Anzugmodell bekommen und wir können jetzt endlich an den Ressourcen forschen, dass wir Unmengen an Ressourcen bekommen und keine weiter suchen müssen. Das heißt, wir können die Verteidigung schön weiter aufbauen, endlich nach dem Kobalt suchen und dann Außenmissionen starten. Die Forschung dauert noch 8 Minuten 40. Bis dahin gucken wir hier erstmal weiter. Dann können wir die auch alle aktivieren, um mehr Munition zu haben. Ironium Storage is full. Build more storage facilities. So. Dann werden wir jetzt. Wo müssen wir als erstes hin? Nach dem Kobalt suchen. Da ist nichts in der Nähe. Dann bauen wir uns am besten eine vorgelagerte kleine Basis. So, wir müssen jetzt hier die Waffe einsammeln, da die Waffe einsammeln. The storm is. So, auf dem Weg. Dann nicht mal noch ein bisschen Grünzeug. Nehmen den hier noch mit. Base is low on power. Jetzt müssen wir da wieder hinlaufen. Das ist ein lebender Stein. Kacke. Aber auch einer. Carbonium storage is full. We should construct more storage buildings. So. Hier sollten wir jetzt
Weapon dropped. We can try to recover it later. Das mit dem Carbon. Kobalt will aber gar nicht. Wir brauchen da einen Teleporter. Das dauert viel zu lange. Nehmen am besten gleich. Aua. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Ashley, I'm detecting a sudden change in air humidity and wind speed. A fog is forming. It's hard to see anything in this fog. Ironium storage is full. Build more storage facilities. Our base is low on power. Kein Strom, keine Speicher. Oh, am Nölen ist mein Anzug. Jetzt haben wir genug Strom hier. Können wir gleich eine Verteidigung drumherum bauen. Oh, vertippt. Nie zu klein bauen, immer schön groß. Weil man braucht jede Menge Platz. Sehen wir natürlich nichts mehr. The fog is gone. Base efficiency is back to normal. Werden wir, es ist noch nachts. Was? New buildings are available for construction. Kommt der denn jetzt her? Ja. Werden das nochmal mit den Lampen testen. Irgendwie muss das ja funktionieren. Aber was haben die für einen Radius? Keine Ahnung.
schon wieder keine Energiekerne. Die werden wir uns aber in der Hauptbasis bauen. Und zwar irgendwie hier so. So. Wir können uns jetzt auch Energie herstellen. Ressourcen. Müssen wir uns nur einen geeigneten Platz suchen und den super gut verteidigen. Da hier noch nichts steht, können wir das eigentlich hier machen. Some buildings don't have enough power. Carbonium deposit depleted. Bodenplatten nicht vergessen. Und hier oben müssen wir einfach nicht vergessen, wollten wir freilassen. Für die Biomasse später. Die kann man auf Bodenplatten nicht herstellen. Soweit ich das weiß. Passiert. Warning! A large group of creatures is gathering near our base. Prepare for an incoming attack. Jetzt aber oh. So hier die Verteidigung stärken. Hier stehen genug, dann kommen jetzt welche. Oh Gott, nur 6000. Das ist jetzt aber sehr schlecht. Ballern halt sehr, sehr viel Strom. Oh, tierische Biomasse. Die haben wir gar nicht. Ah, doch, haben wir. Reichen zwei. Zwei von denen.
Jetzt muss ich auf eine Carbonium setzen. Ironium storage is full. Build more storage facilities. Danger! An enemy swarm is approaching our base. Brace for combat. Ah, ich brauche Strom. Towers are low on ammo. Build more ammunition factories. Base is under attack. Oh Gott, wir haben da oben keinen Strom. Our towers are low on ammo. Build more ammunition factories. Our base is low on power. Wall destroyed. Oh Gott, wir brauchen Strom, 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 Strom. Mehr Strom. Viel, viel mehr Strom. Oh Gott, oh Gott. Hier war doch irgendwo sehr viel Platz. Auch nicht. Wir brauchen sehr, sehr viel Strom. The wind is picking up speed. The wind is much stronger than usual. Was jetzt mit diesen Lampen? Ah, oh, das funktioniert.
Können wir hier unsere Energieproduktion, weil das Ende der Karte ist. Ironium storage is full. Build more storage facilities. The wind is calming down. Wind turbine power output is coming back to. Oh nee, Herr Sprecher. Weil hier jede Menge Strom gleich produzieren. Some buildings don't have enough power. Oh Gott. Wir brauchen Strom. Alter. Das war ja knapp. Erstmal einen Teleporter hier hinbauen. Wo kommt denn? Ich höre doch was. Oh. Anders. Oh nein, da. Carbonium storage is full. We should construct more storage buildings. So, also. Wir waren. Oh. Base is under attack. Wohin jetzt? Kann es ja wohl jetzt nicht sein. Lass nein hier nicht mal Strom hinbauen. Also Ressourcen haben wir genug, nur Strom fehlt. Das werden wir jetzt erstmal in den Griff kriegen. Solange wir uns hier immer zwischen noch ein bisschen Platz lassen.
Was? Angehört, als wären wir schon wieder angekommen. Ironium storage is full. Build more storage facilities. Wir werden von nirgends angegriffen. Was soll das? Wie geht denn das hier? Ich hätte gedacht, das wäre wieder so ein wandelnder Steinhaufen, aber nicht so. Warning! I'm detecting an intense ion storm coming our way, due to a recent coronal mass ejection on Galatea's sun. It may disable some of our equipment. This ion storm is really intense. It disabled a lot of equipment. We have to wait. Our base is low on power. Sag bloß. Mach 400% mit. Ah ja. Kann auch sein, dass das gar nicht stimmt. Everything is getting back to normal. Thankfully, this didn't last. Keine Kerne mehr. Strom wird bestimmt auch wieder so eine Sache. Haben wir unsere Kerne? Können wir die schon upgraden? Mal schauen. Da sind sie. Nein, können wir noch nicht. Brauchen wir neu. Hier stören die keinen. Noch rein. Oh Gott. Brauchen noch mehr Strom. Minus 5. Das ist aber gar nicht gut. Soll man das alles hinbauen? Am besten unten. Brauchen wir jetzt hier eine riesen Fabrikanlage. Ein wenig Sonnenenergie, war das auch nicht. Carbonium storage is full. Build more storage facilities. Produziert Energie. Auch nicht. So. Speicher. Munitionsdepots. Können wir 6. Oh, jetzt, das habe ich aber gehört.
Oh nee, ist schon wieder. Lässt man hier noch so ein paar Lampen. Uranium storage is full. Build more storage facilities. Das ist ja cool. Gut mit der Beleuchtung. Our base is low on power. Oh, kein Strom. A new technology has been developed. Abwehrgebäude. Level 2. Aha. Können wir die endlich aufwerten? Oh, welche sind es denn? Not enough animal biomass. Hm. Kosten pro Schuss. Ah. Nicht genug. Munition. Können wir die alle wieder anmachen. Die könnten wir auch upgraden. Wenn wir Uran haben. So, jetzt brauchen wir ein paar Munitionsdepots. Und zwar... Fand der jetzt so witzig. Feststoffspeicher. Wollt ihr jetzt eigentlich upgraden? Sind die denn? Wo sind die denn? Das können wir auch upgraden. Ah, kostet zwar Kobold. Aber ein bisschen haben wir ja. Aber wo? Hier. Upgraden. So. Hier dürfen wir nicht zu eng bauen. Reicht doch bestimmt immer noch nicht. Das sieht ja auf der Karte schön aus. Erstmal ein kleines Stromlager gebaut. So. Das hier direkt weiter.
hostile swarm is moving in on our base. They are almost upon us. Our towers are low on ammo. Build more ammunition factories. What? Base is under attack. Ja, immer wenn wir auf einmal keinen Strom haben. Not enough ammunition to operate defensive towers. Our towers are out of ammo. Jetzt haben die keine Munition. Das doch. Is low on power. I saw ammunition to operate defensive towers. Wieso haben wir schon wieder keinen Strom? Oh. Vor allen Dingen keine Munition. Ach so. Das erklärt alles. Not enough animal biomass. Hinstellen. Platz rein. Das ist deren Problem. Kein Strom. Kein Strom. Warum mehr Strom? Gibt's auch. Research completed. Wir können Türen und Mauern Stufe 2 bauen. Weltarsenal. Das machen wir ja wohl. Feststoffspeicher Stufe 3. Wachturm Stufe 3. Artillerie Stufe. Ah. Plasmaturm, das ist auch gut. Das ist ja. Machen wir mal so. So, wir haben zwar genug Ressourcen, aber nicht. Oh, Chlorid. Genug Strom. Das können wir wohl erst regeln, wenn wir die auf Stufe 2 machen können. Wenn's. Aber das werden wir leider erst nächste Folge schaffen. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen von der Welt Riftbreaker. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen. Tschüss und schönen Tag noch.